Willkommen zurück bei Let's Play Krater. In der letzten Folge hatten wir ja unseren epischen Kampf. Und jetzt kehren wir zurück. Diese Leiter bringt uns wieder zurück nach unten. Geht runter und trefft euch mit Emma. Du kannst nicht mehr hier raufkommen, wenn du auch nach unten gehst. Geh nach unten, warte. Wieso sagte uns das? Ist hier noch irgendwas Besonderes? Eigentlich doch nicht, ne? Eigentlich sollten wir jetzt locker flockig nach unten können. Ja. Geh nach unten. So, und damit haben wir einen Level 12 Gegner besiegt. Gibt's ja gar nicht. Auch wenn das natürlich letztendlich Glück war, dass man diese Taktik anwenden konnte. Weil sonst hätten wir keine Chance gehabt. Die sind scheinbar alle tot. Was ist hier los? Haben wir hier noch irgendwas zum Aufsammeln? Nee. Na dann. Die ganze Bürgerwehr ist ausgeschaltet. Außer er hier. Und Emma ist weg. Uff, sie waren zu viele. Zu stark. Wo ist Emma? Schnell, sag es uns. Sie floh auf der Straße hinter mir. An der hinterhältige Kerl und seine Elitetruppen verfolgten sie. Risk. Dieser Weg endet am Tor der Reifung. Sie ist in die Gerontokratie eingetreten. Oh je. Was? Despite humongous size and strength, the villain fell by the hands of the champions, and a reign of terror came to a violent end. But the moment of triumph was brief, as their client of mystery was forced to flee, right into the arms of the Elder Circle, behind the great wall of long life. With scores of unanswered questions, they set out for the lair of the Gerontocrats. Our heroes were not the ones who started this fight, but by Sida's breath, they would see to finish it. Letzter Aufruf. Okay, wo müssen wir hin? Ich denke mal, das Tor war hier bei St. Raylan, oder? Es blinkt aber auch nichts mehr. Gehen wir jetzt erstmal nach Soulset City. Ey, ich habe gerade Blutklumpen platt gemacht und dann wollt ihr jetzt mich ärgern oder was? Ich wüsste nämlich sonst nicht, wo ich jetzt hin soll. Es blinkt nichts. Eigentlich wäre hier das in dem Kraterloch das perfekte Versteck gewesen. Aber naja. Wir fahren schon, das ist wieder ein Laden. Aber hier werden wir wahrscheinlich nichts Brauchbares bekommen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Sage ich ja, nichts Brauchbares hier. So, dann brauchen wir theoretisch auch erstmal nicht nach Soulside. Ich dachte, wir haben auch mehr zum Verkaufen. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Da ist doch das Tor, oder nicht? Oh, hast du vielleicht was? Nee. Okay, was sagt denn die Hauptquest? Gar. Hä? Ist das Hauptspiel jetzt vorbei oder was? Letzter Aufruf. Das kommt mir jetzt wirklich so vor.
Als hätten wir damit Krater eigentlich durchgespielt, komischerweise. Es sind aber noch so viele Fragen offen. Wir haben irgendwann mal diesen komischen kleinen Knirps getroffen, den wir besiegt haben. Da warten wir ja auch noch auf einen weiteren Kampf. Dann, was ist jetzt mit Emma? Ich weiß, dass es zu dem Spiel ein DLC gibt oder geben sollte. Aber das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, sage ich mal, das Ende. Das ist jetzt doof. Jetzt bleiben nur noch praktisch die Nebenquests offen. Die Hauptstory wird hier auch gar nicht mehr aufgelistet. Gut, wir könnten uns jetzt nochmal an die betrunkenen Schläger gleich mal machen. Waren die nicht? Da ist der typische Tunnel. Und ich weiß, dass es noch einen Level 12 Gegner gibt, nämlich hier oben bei dem Pass des großen Waldes. Die Frage ist, ob sich das jetzt noch lohnt, die Nebenquest etc. weiterzumachen. So, betrunkener Schläger. Das wird ja echt ganz schön eng gerade. Und nicht unser Meaty Jen fällt um, sondern Stefan. So, noch einen davon und dann haben wir das auch erledigt. Verdammt, nur so ein schwaches Stärkeimplantat. Und dann mit den nächsten. Wir warten aber noch kurz, dass unsere Erste-Hilfe-Kits aufgeladen sind. Und ich würde sagen, da ich eigentlich das Spiel noch durchspielen wollte, bevor ich meine Rechner neu mache, das ist ja jetzt geschehen, werde ich mal gucken, ob ich mir den Speicherstand irgendwie beibehalten kann. Bei Steam-Spielen weiß ich das nämlich gar nicht. Falls ja, würde ich vermutlich nochmal die Nebenquest in Angriff nehmen und auch auf jeden Fall diese Waldpassage mir angucken wollen. Vielleicht versuche ich das auch nochmal so zu machen, schnell bevor ich mir einen Rechner mache, keine Ahnung. Jedenfalls die Waldpassage könnte man sich ja nochmal angucken. Aber ansonsten sind wir ja dann quasi Moto durch. Wieso braucht das Medikit eigentlich länger? Ganz schön viel länger. Komm, ich will angreifen. Sekunden können ganz schön lange sein. Ich glaube, es ist wieder... Nee. Obwohl, könnte doch sein, dass Stefan wieder auf die Mütze kriegt. Aber Meaty Jen ist jetzt momentan mehr angeschlagen.
So, dann haben wir das gepackt. Können jetzt hier raus. Und gehen nach St. Raelin, um unsere Belohnung abzuholen. Theoretisch hätten wir jetzt noch den Sensor versuchen können, aber ich glaube, das hätten wir noch nicht gepackt. Vielleicht gibt es jetzt auch noch ein paar Nebenquests, weil ein paar Bewohner haben ja immer noch gesagt, ich habe noch wieder was für dich, aber vielleicht ist es auch für den DLC dann gedacht, dass wenn man den hat, nochmal dahin gehen kann, keine Ahnung. Und ich möchte meinen, dieser kleine Zwerg, den wir besiegt haben, der wiederkommen wollte, dass dem eigentlich auch der DLC gebührt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Irgendwas mit Y, glaube ich. So, da fällt mir gerade ein. Dem kann man ja dann eigentlich ein grünes geben. Und dann verkaufen wir das hier. Dreier, Zweier brauche ich nicht. Und dann holen wir auch noch unsere Belohnung ab. Also ich habe mich jetzt gerade mal so entschieden, ich werde definitiv noch eine Folge machen, wo ich die Waldpassage angucke. Oh ja, nun kann ich in Frieden graben. Und die dummen Schläger haben bekommen, was sie verdienen. Das hier ist für dich. Ein Intelligenzimplantat 4, eine Blaupause dafür. Das ist Wahnsinn. Oh, ein Ausrufezeichen? Wieso das? Gehen wir uns erstmal heilen. Oh, jetzt gibt es hier eine neue Nebenquest. Kopfgeld, töte den Hauptmann der Freigräber. Unser Geheimdienst brachte uns großartige Neuigkeiten. Das Chaos, das in letzter Zeit in den türkischen Tunneln verursacht wurde, lockte den Hauptmann der Freigräber an diesen Teil des Kraters. Er befindet sich derzeit in eben diesem Tunnel, tötet ihn und beendet die Taten der ketzerischen Freigräber ein für allemal. Töte den Hauptmann der Freigräber an den türkischen Tunneln. Jo, ob ich das dann später noch mache, weiß ich nicht. So. Also wie gesagt, hier oben der Pass des großen Waldes, dann müssten wir theoretisch da wieder rauskommen und vielleicht ist hier noch was. Aber ansonsten gucke ich dann mal, wenn es soweit ist. Ich sage erstmal Spitze, bedanke mich. Bis zur nächsten Folge.